Saarbrücken gegen den TTC Indeland Jülich. Saarbrücken ja auch schon fest für die Playoffs qualifiziert. Jülich am Tabellenende hofft weiter noch auf den ersten Saisonerfolg. Zwei Chancen dafür haben sie noch. Zum einen jetzt hier im Saarland und dann nochmal am letzten Spieltag. Aber es ging schon nicht so gut los aus Sicht von Jülich. Dennis Klein bekam es mit Liao Chen-Ting zu tun und lag dann doch recht zügig 0-2 Sätze hinten. Und dann hatte Liao auch in manchem Moment noch die Netzkante auf seiner Seite, auch wenn er hier am Ende mit der Vorhand verzieht. Er war in diesem Spiel klar der dominante Mann und hatte dann folgerichtig auch schon im dritten Satz Matchbälle und konnte dann gleich den ersten verwandeln zur Führung für Saarbrücken. Jülich schickte dann im zweiten Spiel Robin Devos ins Rennen gegen Tobias Rasmussen. Und die beiden zeigten tolles Tischtennis. Sind ja beide noch ordentlich jung, haben noch, denke ich, eine gute Zukunft vor sich. Tobias Rasmussen ja auch immer wieder noch in der zweiten Mannschaft, in der zweiten Liga im Einsatz für Saarbrücken, aber ist unter anderem im Doppel sehr gefragt. Also kann was und zeigt das auch hier gegen Robin Devos, gewinnt, ich denke, in der Höhe überraschend deutlich mit 3-0 gegen Devos und damit schon die 2-0-Führung für Saarbrücken. Und die Saarländer legten in Form von Patrick Franziska dann nochmal ordentlich nach. Schön hier zu sehen, die Ballonabwehr, wie der Ball in alle möglichen Richtungen wegspringt. Da variiert Patrick Franziska sehr schön den Schnitt und das zahlt sich am Ende auch aus, weil Allegro hier den Sack nicht zumachen kann, obwohl er an diesem Ballwechsel im Drücker war. Aber auch hier ging es schon im dritten Satz in den Matchball und dann war es passiert. 3-0 Erfolg für Saarbrücken, 9-0 Sätze. Deutlicher geht nicht für die Saarländer. Ja, ich bin sehr glücklich, dass die Mannschaft heute gewonnen hat, sagt Tobias Rasmussen. Auch mein Spiel gegen Devos ist natürlich sehr gut für mich. Das ist überhaupt kein leichtes Spiel normalerweise gegen Robin. Aber wir haben einfach gut gespielt heute und natürlich ein tolles Ergebnis, 3-0, dann rausgespielt. Okay, ich glaube, heute das Spiel war klar, alle Spiele 3-0. Ja, ich glaube, dass wir heute nicht da waren und okay, Saarbrücken normalerweise ist der Favorit gegen uns, also, aber wir müssen vielleicht ein Spiel gewinnen, wenn Rasmussen spielt, ja, er hat sehr gut gegen mich gespielt, gute Taktik und ja, heute, ich hatte keine Chance.